Erasmus in diesem Channel und zwar haben wir auf Wish bestellt. Wir hatten wieder Lust auf ein paar neue Dog-Gadgets und haben uns auf der Seite mal umgesehen und hatten das große Glück, dass uns Wish 300 Euro zur Verfügung gestellt hat für dieses Video, dass wir Hunde-Gadgets kaufen konnten und sie euch nun zeigen können. All die Produkte verlinke ich euch natürlich in der Infobox und ihr bekommt am Ende des Videos noch einen Rabattcode, mit dem ihr eine Woche lang 20% sparen könnt bei Wish. Ich habe mich für einige Produkte entschieden und möchte euch genau erklären, warum, weshalb und auch wie sie bei uns angekommen sind und wie die Hunde sie feiern. Und das erste Produkt seht ihr direkt, wird direkt angenommen von Timmy. Und zwar ist es dieses Hundebettchen. Das gibt es auf Wish in vielen verschiedenen Varianten und auch in verschiedenen Größen. Ich habe das jetzt in 80 cm gekauft, da ich mir dachte, für Lenny soll es ja auch passen und er passt auch sehr gut rein. Und ja, die Hunde mögen es total gerne. Es ist super fluffig. Es gibt es in wirklich 1000 verschiedenen Farben. Und ja, wenn einem einfach das Design gefällt, dann kann man sich absolut für dieses Hundebett entscheiden. Also ich habe da jetzt noch keinen Manko oder irgendwas dran feststellen können. Es ist absolut flauschig und die Hunde nehmen es an. Als nächstes haben wir uns für eine Kühlmatte entschieden. Natürlich ist das jetzt nicht mehr die passende Jahreszeit, um die Kühlmatte zu nutzen, aber gerade für den Sommer, wenn es wieder sehr heiß draußen ist, dachte ich mir, wäre das optimal für Lenny oder Timmy. Gerade Lenny springt draußen so viel rum und hat danach so oft so krass gehechelt, dass ich mir dachte, da würde ihn wahrscheinlich so eine Kühlmatte sehr gut unterstützen, wieder ja, ein bisschen die Temperatur runterzukühlen, wieder sich abzureagieren und ja, einfach eine Überhitzung zu vermeiden. Was man aber schon merkt jetzt, dass die Kühlmatte einfach schon von alleine kühlt. Also wenn ich hier drauf lang, ist es auf jeden Fall schon kalt. Und ich denke, man könnte das noch intensivieren, wenn man sie vorher vielleicht in den Kühlschrank oder sowas legt oder irgendwie ins Gefrierfach kurzzeitig. Aber an sich könnte man sie einfach genauso mitnehmen und hinlegen und sie ist irgendwie, ja, soll atmungsaktiv sein. Der Hund kann sie einfach drauflegen und es wird ein bisschen gekühlt. Und wie gesagt, man merkt es direkt, wenn man schon drauf fasst. Sie gibt es auch wieder in ganz vielen verschiedenen Farben und Größen. Ich habe 100 x 70 cm gewählt und ja, ich finde, sie ist auch ausreichend für Lenny. Ich habe sie einfach in Grau bestellt, weil ich lieber so gedeckte Farben möchte, aber das kann sicher jeder dann da raussuchen. Und ja, ich glaube, ich werde sie im Sommer dann öfter benutzen und sie zum Beispiel auch ins Auto legen, damit der Hund dann einfach, wenn wir irgendwie zum Spazierengehen fahren, auf so einer Kühlmatte liegen kann. Als nächstes haben wir uns für ein Spielzeug entschieden, damit die Hunde auch was zum Fangen haben. Und zwar ist es so eine Art Kaustick, beziehungsweise soll es auch so eine Reinigung für die Zähne sein. Man kann innen rein Leckerlis machen und dem Hund zuwerfen, um vielleicht auch irgendwie das Spiel so zu intensivieren und zu verstärken. Und jetzt schauen wir mal, wie Lenny darauf reagiert. Also was ich mir hier besonders gut vorstellen kann, dass man das auch richtig cool verstecken könnte. Und zwar würde ich da einfach Leckerlis reinmachen, würde es irgendwie in der Wohnung verstecken und würde die Hunde das suchen lassen. Und es eignet sich natürlich auch ganz gut als Stockersatz, dass man außen jetzt irgendwie keine Stöcke nimmt, wo sich die Hunde vielleicht dran verletzen könnten, sondern eben einfach dieses Wurfgeschoss nimmt. Oh, es ist schon ein Leckerli rausgefallen. Schon das erste Spielgerät getestet haben, gibt es gleich noch eine zweite Beschäftigungsmöglichkeit für die Hunde. Und zwar ist das ein Schnüffelteppich. Irgendwie, ja, ist hier so voll viel Stoffzeug drauf ist. Und was jetzt hier mitgemacht wird, ich kann einfach Leckerlis da drin verstecken und dann muss der Hund nach denen schnüffeln und hat einfach so ein bisschen, ja, Beschäftigung, mal ein bisschen Zeit. Man könnte ihm das einfach mal füllen, wenn man dann selber am Computer arbeitet. Und dann hat der Hund einfach ein bisschen was zu tun. Yay! Sowas könnt ihr auch ganz leicht mit euren Hunden zu Hause öfter mal machen, dass ihr eben immer mal Leckerlis versteckt. Wir machen das auch immer wieder. Ich würde wahrscheinlich das Spielset immer mehr steigern, indem ich einfach die Leckerlis da drin verstecken würde, die Matte wieder einpacken würde und irgendwo in einem Raum bei uns verstecken würde, sodass die Hunde noch mal länger suchen müssten, dann erst diesen Schnüffelteppich aufhalten müssen und dann die Leckerlis suchen. Aber so könnt ihr auf jeden Fall immer wieder irgendwie die Challenges steigern für eure Hunde und so bleibt
Das ist eine richtig coole Beschäftigungsmöglichkeit. Ich finde, es sieht halt total süß und witzig aus. Man könnte natürlich auch nochmal die Leckerlis variieren. Ich habe jetzt relativ große Leckerlis reingepackt. Da könnte man die auch nochmal ein bisschen kleiner machen, dass der Hund einfach nochmal viel feiner mit seiner Nase schnüffeln muss. Und ja, also da muss ich sagen, ich finde, das ist eigentlich echt auch ein richtig süßes Geschenk irgendwie für Hundebesitzer. Ich finde, das kann man auch schön einpacken und es ist irgendwie macht es gleich Freude, weil es auch so schön designt ist und schöne Farben, sehr bunt. macht glücklich auf jeden Fall. Ne? Und euch auch, weil ihr Leckerlis da habt. Findet mir hier noch Leckerlis. Habt ihr schon alle? Lenny ist schon nur interessiert am Kauspielzeug. Den ist es voll egal, was man hier schnüffeln kann. Während die Hunde nun beschäftigt sind, stelle ich euch das nächste Gadget vor. Und zwar gehen wir thematisch nach außen zum Gassi gehen. Ich habe ein Halsband und eine Leine. Das ist total cool, das kommt einfach im Set. Beide leuchten im Dunkeln. Da blenden wir euch jetzt direkt mal Bilder ein, damit ihr das sehen könnt, wie wir da letztens mit Timmy gelaufen sind. Und ich finde es einfach total praktisch, also sowas kann man immer gebrauchen, gerade wenn man eben abends mit dem Hund rausgeht. Wir hängen Lenny und Timmy immer was Leuchtendes um, damit wir sie einfach sehen können. Und ja, das kann auch blinken und eben einfach lange leuchten. Und gerade mit der Leine finde ich so cool, dass man dann selbst auch noch gesehen wird, gerade wenn man irgendwo ja, auch an der Straße lang geht, dass eben nicht nur der Hund gesehen wird, sondern man ist dann einfach ein großes leuchtendes Etwas und die Leute erkennen sofort, ja okay, da ist irgendwie wohl ein Gassigänger mit seinem Hund. Das Einzige, worauf ihr achten solltet, also ich würde jetzt die Leine nicht als richtige Leine zum Festhalten benutzen, weil sie dafür nicht stabil genug ist. Also wir befestigen unsere Hunde trotzdem an ihrem normalen Halsband und hängen das einfach nur einmal schnell um. Und laden könnt ihr das einfach mit einem mitgelieferten Ladekabel. Also super easy und grundsolides Produkt. Und jetzt gehen wir einmal raus und zeigen euch die nächsten zwei Produkte. So, für das nächste Gadget sind wir nach außen gegangen. Und zwar habe ich eine Dog Frisbee bestellt. Die werde ich jetzt gleich mal auspacken und gucken, ob Timmy daran Spaß hat. Weil bei Lenny weiß ich, dass er es ganz besonders liebt und da freue ich mich auch schon, euch das zu zeigen. Lenny ist wirklich süchtig nach dieser Frisbee. Sie hat auch schon die ersten zwei Spaziergänge überlebt und diese Dog Osor Frisbees, die sind empfehlenswert. Also natürlich muss man damit rechnen, dass wenn so ein Hund wie Lenny da ein paar Mal drauf rumkommt, dass sie so die ein oder andere Delle abbekommt. Aber das ist ganz normal und trotzdem ist sie gut haltbar und ja, Timmy hat da glaube ich richtig lange mit Spaß und für Lenny werden wir einfach nochmal ein paar bestellen und man kann die auch in verschiedenen Größen bestellen, also für Lenny würde ich wahrscheinlich nochmal eine größere nehmen, die gibt es in verschiedenen Farben und ich würde es an eurer Stelle auf jeden Fall mal mit eurem Hund ausprobieren, es macht so Spaß auch für einen selber, es ist irgendwie so cool so eine Frisbee zu werfen, man kommt nochmal viel weiter als mit so einem Ball teilweise und irgendwie ist es auch so schön zu sehen, wie der Hund dann schon lernt, so die Flugbahn abzuschätzen. Das ist ja gar nicht so leicht eigentlich, aber die checken es echt so schnell und wenn sie dann den echt so aus der Luft so grabben, sieht richtig, richtig cool aus. So, wir haben hier auch noch diese schöne Schwimmweste bestellt, eigentlich eher für den Sommer. Und wir werden auch Lenny jetzt nicht ins Wasser lassen, weil es einfach viel zu kalt ist. Aber wir werden sie auf jeden Fall mal anziehen und testen. So, wir haben die Weste gerade außen schon angezogen, ihn aber noch nicht ins Wasser geschickt, weil es einfach aktuell zu kalt ist. Ich freue mich aber jetzt total, dass ich für Lenny so eine gute, stabile Schwimmweste gefunden habe, gerade für nächstes Jahr. Timmy hat schon eine. Aber dann können wir nächstes Jahr unsere SUP-Touren machen und die Hunde einfach optimal sichern und schützen. Denn das Wichtige ist einfach, ihr müsst bedenken, Hunde wissen eigentlich nicht so genau, wann Schluss ist. Die würden einfach bis zur völligen Erschöpfung und Ermüdung, würden die schwimmen und ja, im Zweifelsfall einfach untergehen quasi, wenn ihr da nicht selbst auf die Zeichen achtet, dass euer Hund nicht mehr kann. Das heißt, ihr müsst für ihn mitdenken und ihn einfach schützen. Und das heißt, wenn ihr länger irgendwie an Gewässern seid und mit ihm im Boot seid, oder dann einfach so eine Schwimmweste anziehen, sicher ist sicher. Man kann ihn auch richtig gut hier mit halten. Und ja, sie ist echt schön stabil und leuchtet. Also man könnte sie tatsächlich auch einfach mal so abends zum Gassi gehen mit anziehen, weil sie wirklich auch so Reflektoren hat und man ihn auch hier einhaken kann. Und alles, also sieht wirklich gut stabil gebaut aus. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt dieses Gadget haben. Ich finde, es ist absolut lohnenswert und kann man sich absolut bei Wish
bestellen für seinen Hund. Jetzt sind wir ja hier schon ganz gut ausgestattet. Ein letztes Gadget haben wir noch. Und zwar das hier. Ratet mal, was es ist. Ihr könnt schon mal in die Kommentare schreiben, aber ich löse es natürlich auch gleich auf. Allgemein freue ich mich aber sehr über Kommentare und ihr könnt gerne einfach mal was dazu schreiben, ob ihr auch schon einzelne Gadgets davon getestet habt, ob ihr damit zufrieden seid oder welche ihr euch kaufen würdet. Das hier ist, na, was glaubt ihr? Was glaubt ihr? Man kennt es vielleicht nicht direkt in Verbindung mit Hunden, sondern aus dem Gymnastikbereich. Es ist tatsächlich einfach ein Gymnastikball und wofür ich den verwenden will, zeige ich euch gleich. So, Alex hat uns schnell diesen Ball aufgepumpt. Und zwar ist es an sich ein handelsüblicher Gymnastikball, aber ich möchte ihn zum Treibball machen. Und so habe ich das auch auf YouTube gesehen, dass man das mit seinem Hund machen kann. Ich habe das tatsächlich auch schon mal mit Timmy geübt, aber irgendwie ist das Ganze an totalen Vergessenheit geraten, da Lenny einmal in mein Zimmer kam, schon vor einem Jahr, und meinen alten Ball einfach mit einem Bissen zerbissen hatte. Also hat einfach einmal aus Versehen reingeschnappt und dann ist die Luft rausgegangen. Und jetzt habe ich mich total gefreut, dass ich mir jetzt wieder so einen Ball bestellen konnte bei Wish. Und ja, habe auch Lust, euch dann ein neues Video zu zeigen. Und habe auch Lust, euch in einem neuen Video zu zeigen, wie wir Treibball üben. Aber ich kann euch hier schon mal kurz erklären, der Hund, also das Ziel ist an sich, dass der Hund diesen Ball immer zu mir hin pusht. Das heißt, jetzt am Anfang müssen wir beiden beibringen, dass sie ungefähr hier dagegen pushen und damit mit der Schnauze den Ball immer so zu mir hindrücken. Man könnte das machen, indem man zum Beispiel hier so einen kleinen Zettel hinklebt und der Hund einfach lernt, also ich würde jetzt dann immer klicken, wenn der Hund diesen Zettel berührt, und so pusht er den Ball auf einen zu. Und das können wir dann jetzt Stück für Stück mit den Hunden üben. So, und als letztes habe ich mir noch ein Geschirr bestellt für eigentlich Lenny, aber leider passt es Lenny nicht richtig und ja, für Timmy ist es auch ein bisschen zu groß, das heißt, wir werden das wahrscheinlich wieder zurückschicken müssen. Ich finde es aber an sich trotzdem total cool verarbeitet, das heißt, wenn es euren Hunden passen würde und ihr die Maße richtig ausmesst und es bei euch dann passt, eignet sich das auf jeden Fall. Da ist dann auch sogar noch so eine Tasche dabei, die man dann da an, also zwei Taschen, die man da so ankleben kann, also ankletten. Und auch solche, ja, noch so Klettteile, die ihr dann auch noch irgendwie damit das Geschirr verschönern könnt, wenn ihr wollt. Was ich eben so cool fand daran, weshalb ich das auch haben wollte, dass es eben so zwei Griffe hat, mit denen man dann den Hund auch mal so festhalten kann. Oder an sich klettern die Leute dann mit den Hunden oder machen irgendwie fancy Stuff. Das haben wir jetzt auch noch nicht gemacht. Aber genau, nur falls ihr euch wundert, was wir noch bestellt haben, da ich ja 300 Euro zur Verfügung gestellt bekommen habe, das war noch dabei, schicke ich aber wieder zurück. Und ja, zu meinem Fazit. Ich habe lang recherchiert und mir lang überlegt, welche Produkte ich bestelle, damit ich jetzt nicht irgendwas random bestelle, was ich gar nicht unbedingt brauche. Das heißt, ich habe dann einfach mir vorher angeschaut, wie irgendwie die Bewertungen waren, dass ich auch Produkte genommen habe, die nur gute Bewertungen haben. Das ist auch so mein Tipp an euch, wenn ihr bei Wish bestellt. Dass ihr euch einfach nicht verleiten lasst, total crazy alles zu kaufen, was ihr vielleicht danach wegschmeißt, sondern einfach vorher einmal überlegt, was könnt ihr gebrauchen, was wurde schon gut bewertet, was sieht gut aus. Ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, dass alle Produkte, die bei mir angekommen sind, auch genauso aussehen und eigentlich genauso sind, wie man es auf den Bildern erkannt hat. Und dass es eigentlich auch alles Produkte sind, die wir jetzt auch lange im Einsatz haben werden, die ich auch irgendwie brauchen kann und die ich deswegen jetzt nicht auch einfach wegschmeiß oder sowas. Und da finde ich es dann auch voll okay, wenn man sich diese Gadgets dort bestellt. Und bin auch richtig happy, dass ich das jetzt machen konnte. Und wenn ihr jetzt auch Lust habt, eins dieser Gadgets zu bestellen oder auch irgendwas anderes für euren Hund oder für euch selbst, dann könnt ihr eine Woche lang den Code MINI20 verwenden und bekommt damit 20% Rabatt. Und wenn ihr dieses Video etwas später seht und dieser Rabatt nicht mehr gültig sein sollte, dann würde es mich trotzdem freuen, wenn ihr die Produkte über die Links in der Infobox benutzt, bestellt oder euch anschaut. Dann bekomme ich noch eine kleine Provision und das unterstützt mich, diesen Channel weiterzuführen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Timmy und Lenny sind auf jeden Fall happy mit ihren neuen Sachen und ich auch. Und ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr Lust habt, bei uns reinzuschauen, auch auf Instagram posten wir immer wieder Bilder und Videos und ja, habt eine schöne Woche. Es kommen bald mehr und neue Videos von uns. Tschüssi!